Und um dieses Ereignis des Kennenlernens noch einmal genauer zu beschreiben, möchte ich eine letzte Stelle Ihnen aus dem Roman vorlesen. Wir, das ist der Ich-Erzähler und der Maler Elstir, wir waren vor seiner Tür angelangt. Ich war enttäuscht, dass ich die jungen Mädchen nicht kennengelernt hatte. Allerdings würde es jetzt eine Gelegenheit geben, ihnen im Leben wieder zu begegnen. Sie zogen sich jetzt nicht mehr nur vor einem Horizont vorbei. Sie zogen jetzt nicht mehr nur vor einem Horizont vorbei, an dem sie, wie ich hatte glauben können, nie wieder erscheinen würden. Sie waren nicht mehr von jenem mächtigen Wirbel umbraust, der sie von mir trennte oder der im Grunde nur ein Symbol des ewig ruhelos bewegten, drängenden, von Ängsten genährten Verlangens war, das sie durch ihre Unerreichbarkeit, ihr vielleicht endgültiges sich entziehen, in mir weckten. Mein Verlangen nach ihnen konnte ich nun zur Ruhe bringen und in Reserve halten. Neben so vielen anderen Wünschen, deren Verwirklichung ich aufschob, sobald ich wusste, dass sie möglich war. Also, das ist kompliziert. Es ist die Idee, dass in dem Moment, wo er sie erreichbar werden, wo er ihren Namen oder ihren Bezugspunkt zu ihnen hat, sie also nicht mehr dieses Flüchtige haben, dass dann er sich auch ein bisschen darauf ausruhen kann, weil er nun weiß, dass er mit ihnen in Kontakt treten wird. Also eine Zukunft wird antizipiert, die nun etwas gefestigter ist, als Frauen zu treffen, die auf der Straße an einem vorübergehen oder im Zug oder in der Kutsche an einem vorbeisausen. Ich trennte mich von Elstir und war wieder alleine. Da sah ich auf einmal, ungeachtet meiner Enttäuschung im Geiste, all die Zufälle vor mir, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Dass Elstir gerade mit den jungen Mädchen so gut bekannt war. Dass sie, die am Morgen noch für mich bloße Bilder mit dem Meer als Hintergrund gewesen waren, mich gesehen hatten. Noch dazu als nahen Bekannten eines großen Malers, der jetzt von meinem Wunsch, sie kennenzulernen, wusste und ihn zweifellos unterstützen würde. All dies hatte mir Freude bereitet. Doch meine Freude war mir verborgen geblieben. Gleich jenen Besuchern, die ruhig abwarten und sich erst bemerkbar machen, wenn die anderen wieder gegangen sind und wir alleine sind. Allerdings würde es jetzt eine Gelegenheit geben, ihnen im Leben wieder zu begegnen. Sie zogen jetzt nicht mehr nur vor einem Horizont vorbei, an dem sie, wie ich hatte glauben können, nie wieder erscheinen würden. Sie waren nicht mehr von jenem mächtigen Wirbel umbraust, das sie von mir trennte und der im Grunde nur ein Symbol des ewig ruhelos bewegten, drängenden, von Ängsten genährten Verlangens war, das sie durch ihre Unerreichbarkeit ihres vielleicht endgültigen sich Entziehens in mir weckten. Mein Verlangen nach ihnen konnte ich nun zur Ruhe bringen und in Reserve halten, neben so vielen anderen Wünschen, deren Verwirklichung ich aufschob, sobald ich wusste, dass sie möglich war. Ich trennte mich von Elstir und war wieder allein. Also das ist der Schluss in dieser Begegnung mit diesem Maler und das ist das Resultat dessen, dass es dann diese Verwirklichungsidee gibt. Aber die gibt es eigentlich und das ist eben das, was Proust hier nicht schildert und was dann aber die weitere Recherche zeigen wird, ist aber eben genau das Problematische, dass wenn das so phantasmatisch aufgeladen wird und diese erotischen Qualitäten besitzt, die da ins Imaginäre hinein, weit ins Imaginäre und ins Kunstverständnis hineingehen, dass das letztendlich dann in einer bodenlosen oder relativ bodenlosen Realität münden muss, weil diese Ebenen versucht werden zu fusionieren. Also die Idealität, wenn man will, von Platon, die platonische Ideenlehre, die immer aufs Ideal von dem schönen, guten, wahren basiert, das Problematische ist im Grunde, dass wie in der platonischen Ideenlehre, das Ideal bruchlos mit der Realität übergeht. Also das Gute, die Idee des Guten, Wahren, Schönen, bei Platon
wird sozusagen in die Realität, soll in die Realität hineingeholt werden. Und das kann natürlich in dieser Art und Weise nur scheitern oder zur Enttäuschung führen. Und das genau ist das, was der Ich-Erzähler in diesem Band schon permanent merkte, also das, was diese Enttäuschung verursacht. Es wird etwas vorgestellt, es wird etwas vorbereitet mental, was dann in der Realität nicht eingelöst wird. Also die Kirche von Baalbek sieht nicht so aus, wie er sich die vorher in Kunstbüchern angelesen hat. Und diese Überprüfung der Realität, der Idee in der Realität halten der Idee nicht stand. Das ist die Problematik, die Proust uns da schon vorführt und die im weiteren Verlauf dann zum Problem, zum wirklich steilen Problem werden wird. Und natürlich hat das was mit Baudelaire zu tun, weil der auch Spleen und Ideal und so weiter gedichtet hat und eben auch diesen Rückgriff in, sogar in die griechische Antike genommen hat, wo es auch eine Idealität gibt, die dann auch irgendwie immer wieder bei ihm dann im Morast der Realität geradezu zerbierst, wenn man so will. Also das ist eine mentale Problematik, die sich nicht in eine Realität übersetzen lässt und die dann zwangsläufig scheitern muss. Und das hat natürlich viel mit der Energie und den Kräften des Eros zu tun, weil der Eros eben diese ästhetisierte Idealität mobilisiert. Das ist im Grunde die entscheidende Kraft, die dahinter steckt, die dann eben, wie gesagt, in der Realität vorgefundenen Realität, die wesentlich komplexer und vor allem vielschichtiger ist als das, was der Ästhet sich da imaginiert, irgendwie zerplatzen muss oder zumindest auf große, gravierende Schwierigkeiten stößt. Für diese unlautere Vermengung zwischen Transzendentalität und Materialität oder dem Profanen und dem über den Profanen hinausgehenden hat Proust auch ein Bild gefunden, nämlich dieser Maler Elstier, der malt Bilder, in denen er wie Turner versucht, den Übergang zwischen dem Horizont und dem Meer zu verleugnen. Also dass das bruchlos ineinander übergeht, das Ende des Meeres sozusagen geht bruchlos in die luftige Atmosphäre des Horizonts über. Es gibt also da keine richtige Trennung zwischen diesen beiden Bereichen, die aber irgendwie genau das Eigentliche ausmacht. Also eigentlich müsste man diese Liebesidee, diese wahnhaft ätherische beschreiben und die abkoppeln ein ganzes Stück weit von der Realität. Und dann würden diese Enttäuschungen auch nicht eintreten, sondern es wäre vollkommen klar, dass das zwei verschiedene Sphären sind, die gar nicht unbedingt zueinander passen, sondern die sich auch die ganze Stück weit auseinander driften und vielleicht so eine Art Vektorenraum aufmachen, so eine Art Spannungsfeld, in dem sich das Ganze dann bewegen könnte. Aber dadurch, dass das nicht der Fall ist, gibt es eben diese Idee des Besitzergreifenden und diesen mentalen Überhang, der versucht dann die Realität zu dominieren, was natürlich nur misslingen kann. Und das ist, glaube ich, das ganze Desaster, was dann im weiteren Verlauf oder auch hier schon die Recherche von Proust ausmacht. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.